Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Leute, heute mit einem komplett anderen Turnier, das wir noch nie gemacht haben. Und zwar das Couple-Turnier, Leute. Mädchen und Junge zusammen in eine Duo-Runde. Alle gegen alle. Wurde auch natürlich viel gekämpft, weil es geht um 2800 V-Bucks. Und ich will auch nicht lange drum herum reden, Leute. Ich würde sagen, wir gehen direkt in die Runde rein. Außer ich natürlich freuen, wenn ihr den Like-Button drückt und vielleicht den Creator-Code Jojo in den Hype schon einträgt, weil ich habe mir gedacht, die ganzen Leute, die den Creator-Code Jojo eingetragen haben und ihren Epic-Games-Namen unten in die Kommentare schreiben, pickt mir drei Leute raus und mit den drei Leuten werde ich dann eine normale Teams-Runde aufnehmen, vielleicht für YouTube oder einfach nur normal spielen. Bin mal gespannt, wie viele da mitmachen wollen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in die erste Runde rein von zwei Stück. Go, Junge. Okay, Leute, wir sind jetzt hier in dem Turnier drinne. Matche, Junge als Duo-Pärchen. Ich glaube, insgesamt 42 Spieler, die verteilen. Sieht auch sehr geschmacklich auf jeden Fall aus. Das Gewinner-Duo bekommt 5600 V-Bucks. Hier haben wir Selina und Fabi. Hier haben wir Jacqueline mit Gladiator. Shango mit Lena. Also, ihr habt, also wenn ich ein Duo zugucke, ist es immer ein Männlein und ein Weiblein. Stark, ich bin gespannt, wie die Runde wird. 22 Duos sind drin, 44 Spieler. Alle Waffen sind erlaubt. Alles ist erlaubt. Okay, außer natürlich Teamen, das sollte man nicht. Okay, Oma hat schon jemanden gekillt. Ich gehe mal dahin. Hier, ne? Ja. Kimi und Zakaria, okay. Omar hat ihn schon gekillt, ne? Der geht, glaube ich, schon auf die Suche nach den beiden. Livi hat Hana gekillt. Nee, Digga, was? Junge. Ach so, gekillt. Ich habe gedacht, ein Duo schon fertig gemacht. Die sind beide hier am Rand gelandet, um halt eben über die Toilette zu gehen, um sich dann halt eben babamäßigen Loot zu besorgen, ne? Aber Miestach und Dings zusammen, das ist auf jeden Fall ein krasses Duo. Also, weil Miestach ist nicht schlecht und Livi ist auch nicht schlecht. Nein, Lili hat Son Goku gekillt. Echt jetzt? Nein, Bro. Oh mein Gott. Weil das ist die Sache, wenn halt eben ein Mädchen jetzt hier einen Junge killt. Ich sag ehrlich, würde mich schon ein bisschen nerven, wenn mich ein Mädchen killen würde, sag ich dir ehrlich. Weil ich normalerweise der Beste in Fortnite bin. What? Ja, und Steuerberater fightet jetzt gerade gegen... Oh! Oh, yo, no! Das war's mit Steuerberater und Hunter. Das ist das erste Duo, was raus ist tatsächlich. Aber gepusht von zwei guten Spielern, ne? Von daher kann man verstehen. Kann man nicht übel nehmen. Man hat nicht gegen schlechte Spieler hier verloren. Obwohl, gibt es hier überhaupt irgendwo schlechte Spieler, ist die Frage. Ana und Garados zusammen, ja. Und ich glaube, in Level Schleer sind noch zwei Duos, ne? Ja, Orkun und Dings sind hier zusammen. Alter, Orkun, du hast ja gar kein Leben. Lili dominiert hier einfach komplett, oder wie sieht das? Okay, die hat ein Mini abgegeben. Und hier haben wir Melone, ne? Melone und Larissa zusammen. Probieren sich auch beide, glaube ich, den Bot hier zu holen. Aber müssen aufpassen, weil die sind hier nicht alleine. Jetzt sind wir hier dann bei Sarah und April-Bot, okay. Oh, das ist richtig gut gewesen. Beere rein und dann Abflug machen. Wie sieht es bei Sarah aus? Sarah geht direkt hinterher. Bisschen Werbung für TikTok machen, fühle ich. Nein, Lili ist dead. Oh mein Gott. Von Zockerbaum und Scared. Ja, nee, aber ich würde auch sagen, Zockerbaum. Doch, doch. Zockerbaum ist Mädchen, glaube ich. Doch, das sieht man auch am Gameplay. Das würde ich durchgehen lassen. Auf jeden Fall. Ja, Digga, kannst du nichts machen, ne, Bro? Die war auch ein bisschen so verwirrt mäßig. Aber ey, GG. Ada und Jasmin zusammen, ja. Fahren wir nochmal ein paar Sachen. Jasmin kommt direkt hinterher. Boah, der Skin war damals richtig beliebt, ne? Ist, glaube ich, sogar ein Sommerskin. Luca auf YouTube und Biadi. Ja doch, sieht auch nach einem Mädchen aus, würde ich sagen, auf jeden Fall. Hat auch Mädchenskin. Wir haben es halt auch einfach so gemacht, dass wenn man ein Mädchen ist, dass man Mädchenskin spielen muss. Und wenn man Junge ist, muss man halt einfach einen Junge nehmen. Ne? Wie beispielsweise Shango, Midas, Lena, Surfexe, Trong. Das ist ein sehr wilder Name auf jeden Fall. Aura auch hier am Start, Junge. Okay. LNT, ist die in New York oder wie sieht es hier aus? Denke mal, wird dann in New York oder so sein. Ne? LNT kenne ich aber gar nicht. Und dann haben wir hier Schlaura. Laura bestimmt in Klasse 4a ist die mit Amen. Ey, warum seid ihr so weit distanziert, Leute? Der eine ist in Reckless and Ruined Reels und der andere ist in Reckless Railways. Was macht ihr? Ihr müsst schon so ein bisschen als Duo agieren. Die spielen einfach komplett getrennt, die beiden. Verstehen die sich nicht? Gibt es hier vielleicht gerade einen Ehestreit? Ich weiß es nicht. Kann ich euch nicht sagen. Und hier haben wir Wild HD mit Anuja zusammen. Anuja hat auch schon einen Kill gemacht. Wir hatten jetzt gerade die Oh, Okun und Lili dead. Ich glaube, das ist sogar ein Duo gewesen, ne? Das heißt, das ist das erste Duo, was raus ist mit Gerd und Zockenbaum.
sonst geht's. Nein! Aileen leider auch dead mit Son Goku. Von Anuja wieder, das ist der zweite Kill. Also es sind hier auf jeden Fall ein paar Schwitzer bei, ne? So ist das jetzt nicht. Aber es ist immer Mädchen, Junge. Meistens sind die Jungs immer krasser. Deswegen, wenn der Junge aus dem Duo schon dead ist, dann ist es schon besser, ne? Und man sieht's auch eigentlich. Wenn ich jetzt hier mitspielen würde und ich würde jemanden killen, dann würde ich eigentlich wissen, habe ich jetzt den Jungen oder den Mädchen aus dem Duo gekillt. Und wenn es der Junge ist, dann würde ich sofort reinpushen. Sofort. B-Mann und C-Girl. 24.12. Alter, wenn er an Weihnachten Geburtstag hat, ne? 10 von 10. Da hast du dich als Kind immer doppelt gefreut. Real Talk. Bei mir ist das auch so gewesen. 14. Dezember habe ich Geburtstag und 10 Tage später war direkt Weihnachten. Oh. Danach bist du immer Millionär gewesen. Geld, das Schönste auf der Welt. 24.12. W-Day, das ist heftig. Boah, das ist echt heftig. Oh mein Gott. Der hatte eine gute Kindheit. Aber Garados und Anna sind ja auch eine krasse Kombination. Bei Anna schwitzt halt echt extremst rein und Garados ist auch richtige, richtige Maschine. Jetzt nicht der krasseste von allen hier, aber der ist auf jeden Fall schon oberen Bereich. Deswegen das Duo, das hat echt, ich muss sagen, wie es ist, ich glaube, Potenzial hier zu gewinnen. Real Talk. Die haben Potenzial zu gewinnen, aber sowas von. Und Sarah ist bei dem Duo schon dead. Ne? Nein. Aber ey, guck mal, wie wenige erst dead sind. 4 Duos erst. Ich sag ja, es ist relativ chillig hier gerade. Man kann echt entspannt looten, aber hier vorne in Snotty Steps geht die Post ab. Die mythische Pump wurde sich auch noch nicht geholt. Ah, hier ist Yoshi und Sarah, Digga. Oha! Er nimmt einfach Detektiv, Bro. Was? Ach ja, und falls ihr euch fragt, wer meine Party Royale Map gebaut hat, der Map-Code ist hier unten, wenn ihr mal drauf gehen wollt. Ich bin da echt jeden Tag drauf. Spätestens eigentlich des Tag, am Tag abends. Und sie hat halt die Map gebaut für mich, ne? Alleine, komplett ohne Hilfe. Und ein Abchecker ist es auf jeden Fall wert, ne? Auf James Bond hier angelehnt. Boah, der Skin, der war auch mal ultra selten. Wollen wir denn hier mal so ein bisschen Fights? Ich gehe mal ein bisschen abchecken. Ach, hier vorne, glaube ich. Aber hier, glaube ich, ne? Ja, ja, Amen, Anuja, genau, ja. Amen, Amen. Nein! Er droppt direkt alles. Oh, und warum spielt ihr denn alleine, ihr beiden? Was macht ihr? Ihr seid ja komplett weit entfernt voneinander gewesen. Man muss schon so ein bisschen als... Die beiden machen das cool. Gut, guckt mal, die chillen beide zusammen. Chillen beide zusammen in eine Box, so muss das sein. Laura, ich glaub an dich. Mach 90s wie ein Ninja. Los, zack, zack. Boah, ey, du trickst den aus. Der ist voll der Schwitzer eigentlich. Der hat ja gegen dich voll zu kämpfen. Ja, das war's, glaube ich. Guck mal, Anuja auch mit 4 Kills dann jetzt, ne? Da kommt jetzt noch ein anderes Duo dazu. Laura, GG. Anissa ist auch am Fight mit Sebastian. Anissa dead. Oh, wo ist Sebastian, Junge? Sebastian haut da lieber ab. Gut gemacht. Wer ist denn das Duo? Ja, Mistach und Livi, ne? Oh, und die beiden, die gehen sogar jetzt Sebastian noch pushen, Digga. Oh mein Gott. Die ist ja nicht schlecht, Junge. Und Mistach ist sowieso eine Maschine. Loot Island kommt jetzt hier runter. Sebastian geht rüber. Die Karte von Anita hat er noch nicht. Zakaria und Kimi. Ich liebe sie. Die wollen ihre Privatsphäre, Leute. Wollen ihre Privatsphäre. Geh mal lieber hier weg. Ich lass euch alleine, ja? Ich lass euch alleine, okay? Fühlt euch ungestört. Okay. Zwei sind auf der Insel drauf. Andere Livi und ganz komischer Name hier. Larissa, Aprilbot und Sarah. Larissa, du warst unvorsichtig. Du warst unvorsichtig. Aprilbot hat dich. Nein. Fabi und Selina moven hier. Er hat seltenes Backbling-Banner. Boah, die Banner-Skins sind so 10 von 10, Mann. Aber ich stelle mir die Frage, warum spielt ihr alle diesen Banner-Skin? Das ist mein Lieblings-Banner-Skin. Warum spielt den jeder? Sind wir alles NPCs und haben denselben Geschmack, oder wie? Ey. Ach ja, Fabi, du bist ja auch eigentlich kein Mädchen, ne? Aber ist egal, komm. Ich weiß, dass du ein Fabi bist und du bist der Junge aus dem Duo. Und hier haben wir das Mädchen. Selina hat immer dieses Backbling, ne? Das habe ich eine Zeit lang fast immer getragen. Aber jetzt habe ich ja mein anderes. Das war mal richtig selten, aber ich glaube, das ist vor kurzem wieder reingekommen. Hier haben wir nochmal Luca und Beyadi. Prinzess Jolina mit Fantasy Tugra gegen Jacqueline und Gladiator. Okay. Ich glaube, bei dem wird das aber so ein Bloom-Fight. Ich würde dann eure Stelle lieber in die Zone moven, ne? Aber ey, stimmt, Jolina ist auch eine gute Spielerin. Stimmt, die ist richtig gut, Mann. Guck mal, wie gut die spielt. Guck mal, ba, 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 ba. Guck dir das an. Ba, 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 bam. Junge, okay, die könnten auch... Oh mein Gott, wie schnell die aufmacht, die Wand. Die könnten die Geschichte auch gewinnen, sage ich ehrlich. Nur ich weiß nicht, wie Tugra spielt, ne? Da habe ich keine Ahnung von. Aber ich sag ehrlich, ich glaube, Jolina ist besser als er hier. Jolina kann... Warte, ich lasse sie erstmal fighten. Jolina, kann das sein, dass du besser als Tugra bist? Sei mal ehrlich. Du bist doch besser als der, oder nicht? Krass. Also vom Bauen her würde ich jetzt sagen, dass du besser bist. Das geht viel fixer bei dir. Das wäre heftig. So eine Kombination, wo das Girl einfach besser als der Junge ist. Oha. Ada fightet hier nochmal gegen Omar. Oh, das sind beides gute Spieler, ne? Ja, ich hätte mich da lieber an der Stelle auch getrennt. Und ich würde an seiner Stelle probieren, Lili hochzuholen. Und Ada muss... Wem spielt nochmal Ada mit Jasmin, ne? Dass man da Jasmin hochholt. Und die beiden machen hier außerhalb einen entspannten, ne? Also ich würde sagen, das ist auch ein Duo, was jetzt nicht
nicht so ultra heftig. Also Yoshi spielt gut, aber Sarah spielt halt wie ein Mädchen, ne? Aber ich glaube, Mistak, du musst da ein bisschen carryen, glaube ich. Schon, ja. Boah, knapp nochmal zugemacht. Sonst wäre der Snipeschuss, glaube ich, durchgegangen. Melone muss aufpassen. Ne, die wissen, glaube ich, ne? Melone, die wissen. Du musst schnell hier weg. Komm rein. Obwohl Cone ist drin, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, nein. GG. Und hier fliegen jetzt auch 6 Leute. Alter, das geht nie ab. Jetzt geht's langsam, glaube ich, los. Anita wieder auf dem Boden. Was soll das denn bitte hier? Ihr müsst aber alle in die Zone moven. Ne? Ich würde dann an eure Stelle gar nicht mal jetzt gerade fighten. Weil jetzt gleich gibt's, glaube ich, sogar 5er-Tick. Und die schmecken gar nicht gut. Boah, Lira, danke, ne? Ja, okay, wenn du einen Headshot-Snipe bekommen hast, dann kannst du dagegen nichts machen. Das stimmt. Das stimmt. Guck mal, noch 14 Duos von 22. Das heißt, 8 Stück sind erst dead. Da wird doch ein Küsschen zu Fantasy hier gemacht. Ich lasse euch auch mal hier alleine in eine Box, ja? Ich habe nicht das geringste gesehen. Oh mein Gott. Ne, die wird Tu gar nicht hochholen können. Ja, direkt Box bauen und sofort Medkit reindrücken. Für sie wird es jetzt so ein Solo-Ding in der ersten Runde. Wir gehen aber gleich noch eine Runde rein auf jeden Fall, ne? Garados und Anna, guck mal, die haben perfekt ausgekämpft. Die haben Full Materials beide, außer Anna fehlt ein bisschen Metall, aber Loot ist so gut bei denen. Die haben auch nicht viel gefightet, die haben nur ein Duo geholt. Und Mistach und Livi haben hier komplett alles auseinandergenommen. Guck mal, wie gut die auch positioniert sind mit der Zone, ne? Guck mal, wie schön die hier, die müssen nur hier rüber, zack. Aber ich würde aufs Festland auf jeden Fall gehen. Am besten sogar hier, weil da ist man relativ mittig. Und die werden jetzt hier alle Probleme haben. Warte mal, ich gehe mal raus mit der Kamera. Die haben jetzt richtig, guck mal, da sind alle auf einen Haufen. Sebastian macht das gut mit dem Auto und die werden auch ein bisschen Probleme haben. Die hier haben richtig Glück, Anuja und Wild HD und Sebastian, die haben echt Luck. Real Talk. Oh, und da kommt Sarah, Digga. Sarah läuft, die denkt, erstmal Skybase bauen. Okay, wir gehen wieder auf Gameplay-Modus. Aber guck mal, selbst die richtig nicht so krassen Spieler, die sind auch weit gekommen, ne? Guck mal, Sarah, Digga, die ist eigentlich nicht, die ist so durchschnittlich. Die lebt immer noch. Boah, hochholen ist, glaube ich, nicht so die gute Idee. Endfight nicht machen. Oh, Sarah, schade, GG. Aber sie war eine Ehrenfrau und hat probiert, ihren Duo-Mate hochzuholen. Garados und Anna sind auch gut positioniert hier. Oh, schöne Edition. Oh. Yoshi lebt noch, ich glaube. Alter, nee, Sarah ist... Nee, Sarah lebt auch noch. Echt jetzt? Krass. Krass. Garados hat Fabi gekillt. Ja, guck mal, die beiden, die machen richtig auf Duo, ne? Guck mal. Die machen einen auf richtig FNCS, Mann. Ja, und die beiden, die machen jetzt Skybase. Guck mal. Guck mal, wie schlau. Genau, jetzt ist auch die Zeit für Skybase machen. Also halt eben einfach Highground halten, ne? Sebastian lebt sogar immer noch und der spielt solo. Er probiert sich jetzt, glaube ich, Highground zu holen. Oh no! Boah, da lag aber auch noch Blue. Guck mal, das hat sich jetzt gar nicht gelohnt, dass der den gepusht hat. Weil er hat jetzt, ja, siehst du, Digga, er hat kein Leben mehr gehabt. Ich wäre da, glaube ich, gar nicht reingepusht. Shango mit 3 HP überlebt. Oh mein Gott. Nein, Garados hat geholt. Wer ist hier gerade? Ist hier irgendwie. Nee, hier ist keiner auf Highground. Obwohl doch hier Anuja ist auf Highground. Er lebt auch noch. Doom-Mate leider dead. In der Zone gestorben. 3 Spieler leben jetzt noch. Anna ist auch auf Boden. Garados und Anuja, ne? Garados und Anuja, ja. Beides gute Spieler. Oh no! Anuja und Wild HD haben gewonnen. 2800 V-Bucks für die beiden, also 5600. Ja, ich würde sagen, wir gehen noch eine zweite Runde rein. Let's go. Okay, Leute, zweite Runde. Es ist aber auf jeden Fall möglich zu gewinnen. Ich würde doch gar nicht pushen oder so. Real Rap jetzt. Ich würde echt probieren, den Fights aus dem Weg zu gehen und einfach in den Endfight zu kommen. Aber hier sind bestimmt auch ein paar kampffreudige Duos dabei, die hier auf jeden Fall Action machen werden. Dazu würde ich vielleicht Garados und Anna zählen. Aber ich glaube, warte mal kurz. Fokussieren. Ist das nicht, Elite? Das ist doch Elite, oder nicht? Oder kann man die Farbe von dem Siegesgleiter ändern? Ich weiß das gar nicht. Ist doch der Rankleiter, oder nicht? Okay, ich habe nichts gesagt. Er ist Champion. Ich bin ruhig. Livi wieder mit Mistach an derselben Position gelandet. Diesmal hat der Schneemann-Skin genommen. Selina und Fabi wieder dieselbe Kombination, obwohl Fabi jetzt diese andere Kombi genommen hat. Wow, Wonder-Skin, Digga. Lol. Da ist eine Pump oben, die würde ich mir holen, ja. Und er hat die Rette, die Welthacke. Die ist auch krass. Die habe ich leider nicht. Pass auf, Son Goku. Direkt am Rand bei dir unten. Fabi, push doch nicht alleine rein. Ey. Ja,
haben. Er hat halt alle Waffen gehabt und direkt Blue Life und sowas, ne? Da kann man dann auch nichts machen, so, jo. Aber Fabi ist auch kein schlechter Spieler, Mann. Aber Fabi wollte jetzt auch hier einfach wissen, ne? Der ist einfach reingegangen. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt ein bisschen in die Fights rein. Ey, die Farbe hier an diesem Ort ist auch komplett anders, ne? Wenn man hier ist. Guck mal, es ist so ein Grün, so ein ekliges Grün. Ich fühle mich wie in Twilight. Echt jetzt, guck mal. Das sieht aus wie in Twilight. Nur so, vielleicht noch ein bisschen dunkler. Ja, voll grün so irgendwie, ne? Stellt euch vor, bald Twilight-Kooperation mit Fortnite. Aber gerade gar keine Fights, ne? Alle sind relativ weit auseinander. Obwohl hier vorne Aprilbot gegen B-Mann und C-Girl. Oh, Sarah ist dead, ne? Duo-Mate. Aprilbot, du musst aufpassen. Du bist hier nicht alleine. Hä, die haben doch auch schon in der ersten Runde gegeneinander gespielt, oder? Oh nein, als wenn die jetzt wieder daran sterben. Die wollen das doch beide wissen, ne? Real Talk, die gehen rein. 16 Duos, nur noch von 20 Stück. 4 Stück sind schon raus. Oh, und ich glaube, bei Ada und Jasmin geht auch die Post ab. Wer sind die beiden anderen? Fabi und Celina. Wenn er einmal trifft, ne? Boah, wenn ich, glaube ich, bei dem Turnier mitmachen würde und ich würde im Duo mit einem Mädchen sein, ich würde so reinschwitzen, ich sag euch ehrlich. Ich würde richtig reinschwitzen. Seid ehrlich, macht ihr doch auch auf Sweaty-Basis. Zeigen, dass man krass, I'm a good one. Take me as a friend, a good friend. More than a good friend, okay? Okay. Scared, Sebastian. Scared, gut abgehauen. Alter, hier sind ja 3 Duos, ne? Oh, was geht denn hier? Zockenbaum. Leider genockt. Da vorne ist auch noch Zakaria und Kimi Teufel. Ey, pass auf, Zakaria. Die wird dich davon überzeugen, Satan zu wählen, ne? Ich sag nur, die macht Teufelsanbetung hier. Würde ich mich nicht von beeinflussen lassen. Oh nein, Fabi, super wählen. Nein! Celina, hau schnell ab! Hau schnell ab! Schnell, 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 weg hier! Weg da. Oh nein, ich glaube, das war's, oder? Ja, die sind schon beide direkt dicht beieinander, oder? Ja, guck mal. Ja, Bro, da geht ja gar nichts. Mythische Scar schon parat. Goldene Pump. Ich fress einen Besen. Wen haben wir hier? Ach so, die beiden. Wen haben wir hier? Ah, Aprilbot hat jetzt die Sarah. Ehrenmann. Aber die beiden wissen jetzt, dass ihr, glaube ich, außerhalb seid. Und die warten jetzt auf euch. Oder die warten einfach darauf. Das kann natürlich auch sein. Wie man chillt nur ein bisschen außerhalb. Der Skin ist halt auch echt selten, Leute, ne? Das ist ein Rette-die-Welt-Skin. Den bekommt ihr rein theoretisch nicht mehr. Ich glaube, ein paar Codes gibt es noch im Internet. Zwischen 100 bis 300 Euro kosten die. Aber irgendwann wirst du den Skin auch nicht mehr bekommen. Das ist schon krass, ne? Aber man konnte sich den Skin echt lange holen. Weil Rette die Welt, wann haben die damit aufgehört, dass man keine V-Bucks mehr und so bekommt? Anderthalb Jahre her. Anderthalb Jahre so ungefähr, glaube ich, ne? Ein Jahr, anderthalb Jahre, dass man keine V-Bucks mehr bekommt. Außer man hat dieses Faunas-Paket. Ach, vor 3 Jahren. Ach du heilige Makrele. Okay, das ist ja schon länger her. Okay, ich nehme alles zurück. Boah, die haben jetzt beide dieselbe Kombination genommen, ne? Guck mal. Oder bin ich jetzt gerade blind? Selbe Augenfarbe? Ja, ja, Digga, die haben komplett gleich angepasst. Was? Jacqueline baut hier schon mal vor. Gladiator kommt so langsam hinterher so. Junge, sehr gut. Was machen die beiden hier? Ach so, die fahren mit Moped. Oh, hier wird gefightet, glaube ich. Prinzess Jolina mit Tukra. Livi und Dings sind hier. Oh, nein. Oh, yo. Oh, Digga, krank. Ey, wenn das eine die ist, dann fresse ich aber einen Besen, Bro. Guck mal, wie gut die baut. Hä? Das ist doch niemals eine Die, Digga. Hör auf zu lügen. Die hat Earnings. Sein Mate. Und das ist eine Die, Dennis. Das ist eine Die. Krass, Bro. Was? Die spielt voll gut. Sie hat Earnings. Krank. Ich glaube, jetzt kommen wir auch so langsam in den Endfight. Ne? Guck mal, wie die alle in ihren Boxen chillen. Hier, hier, hier Boxchiller. Hier glaube ich nicht. Die moven hier Boxchiller. Hier Boxchiller. Wollen alle nicht fighten, Junge. Die wollen bis zum Endfight kommen. Ist aber auch schlau. Zone Reno geht jetzt hier hin. Zakaria und Kimi haben auf jeden Fall richtig Glück. A-Man auch noch am Leben mit Travis Scott. Mit der Laura. Laura probiert ein bisschen auf Snipeschussbasis. Boah, Laura, pass bitte auf mit Sniper, ja. Alter. Ey, man. Krank, Junge. Du musst echt die Laura beschützen, ne? Du bist hier echt Carry, Mann. Musst da richtig aufpassen, ne? Wird schwierig. Nein. Dennis rebootet worden von Livi. Krank. Oh mein Gott. Und hier liegt sogar noch Loot. 10 von 10 und ein Movement-Gegenstand. Soll ich euch nicht zugucken, okay. Orkun und Lili leben immer noch. Stark. Die sind ja beide gut in Fortnite, ne? Die könnten das eigentlich auch klären, weil die sind beide gut. Also selbst Lili spielt richtig gut. Wer ist eigentlich besser von euch beiden, Orkun? Wer ist von euch besser? Lili oder Orkun? Wer ist besser? Lili, ne? Oder? Ist Lili besser? Lili, was sagst du? Okay, die müssen jetzt moven. Ich würde sagen, obwohl Orkun ist auch nicht schlecht. Weiß, hat Earnings oder was? Echt jetzt? Wie viel Earnings hat die? 100? Okay, dann war das bestimmt so ein Dingsturnier, ne? Krass. Krass, 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 krass. $100 Earnings als Mädchen. Erste Mädchen, was ich sehe, was Earnings hat. Oh mein Gott. Die schießen euch die ganzen Mats weg, Bro.
Boah, der sieht ähnlich aus wie der Brilliant Bomber, der Skin, ne? Der sieht so ähnlich aus. Bin mal gespannt, wann der Brilliant Bomber in Fortnite endlich reinkommt. Echt jetzt? Seid ihr ein Pärchen? Ja, nein, man weiß nicht so ganz. Zockenbaum, Skert ist echt ein... Der ist echt ein Korrekten, ne? Und da machst du nichts falsch. Oh nein, Bro. Gladiator, ich hätte die Medkits tatsächlich mitgenommen. Bei so 4 Medkits nochmal am Ende ist echt eine 10 von 10. Wir gehen mal einmal nach oben. Drohne frei, Leute. Meluno nur noch sehr wenig Leben. Anna wurde leider genockt. Garados auch richtig am Schwitzen hier. Braucht unbedingt ein Medkit oder sowas. Hat der? Ja, okay, der hat 3 Medkits mit. Die kann er sich easy drücken. Anna ist, glaube ich, dead. Ne, Anna ist dead. Die beiden, die tauschen ihre Materials hier sogar noch. Guck mal. Nimm das hier. Nimm das hier. Ich habe genug Materials. Okay, okay. Ich passe von hinten auf. Das ist einfach eine Die, Digga. Guck mal. Ja, aber ich glaube, Ada ist besser, ne? Ada dominiert gerade Highground. Und ich würde auch probieren, auf Highground zu bleiben, ne? Weil hier ist so ein bisschen bergig. Und das wird gleich richtig eklig auf Lowground, wenn man auf Lowground ist. Highground ist echt Meta, Mann. Aber ich glaube, Jasmin und Ada könnten das hier jetzt gewinnen, wenn die es vernünftig machen. Und Garados ist leider dead. Nein. Schade. Und das ist halt auch immer schlau, wenn man im Endgame ist und man hat schon ein paar Materials gebaut und man ist mit seinem Duo-Mate wieder in eine Box drin, ne? Dann, dass jeder die Hälfte der Mets einmal droppt. Jeder. Und der andere hebt die anderen Mets auf, so, weißt du? Weil dann habt ihr wieder gleich viele Materials. Das ist richtig schlau. Das machen auch immer die Pro-Spieler. Boah, Alter, wie schön. Anita dead. Sebastian jetzt nur noch alleine. Ich glaube, die wird sterben, oder? Ja. Oh nein, nein! Oh nein! Da war leider kein Ausgang in Sicht. A-Man wurde geholt von Lili und Orkun. Da vorne ist direkt der nächste Skert. Boah, die beiden machen das echt strong. Also ich sag ehrlich, ich habe gedacht, im Endfight wird das so ein Ding, dass nur noch die Jungs leben größtenteils und die Mädchen alle dead sind. Aber guck dir das mal an, ne? Hier leben noch beide. Okay, hier ist dead. Hier leben noch beide. Hier leben noch beide. Ja, krass. Krass. 6 Duos, noch 8 Spieler. Boah, Alter, die hat einfach Highground gesaved. Ich check's. Das bin schneller raus, schnell. Nein, du musst bauen. Cole unter dir. Oder so, ja. Ich gehe mal zu Ada. Ada hat noch genug Material. Und jetzt ist halt... Ja, guck mal, die gibt sogar die Mats ab. Und jetzt ist halt das Problem, ne? Das ist das jetzt. Auf Lowground wird jetzt Big gefightet und die hier oben haben es richtig chillig und müssen nur noch abwarten. Ich gehe mal rein. Orkun leider dead, glaube ich. Ne, Orkun lebt noch, okay. Ada auf Highground. Gerd auf Lowground. Sebastian Lowground. Orkun Lowground. Orkun macht schon Heal off. Der braucht aber jetzt Leben, ne? Oh, das war's, Bro. Schade. 4 Solo-Spieler jetzt. Alles jung. Junge, Junge, Junge. Junge! Gerd wird sterben an Sohn. Yo, Fantasy Tugra. 7 Kills hat der gemacht in der Runde. Krank. Also Princess Jolina S und Fantasy Tugra haben hier die Runde gewonnen. Der hat Solo-Klatsch gemacht, ne? Komplett alleine. Und das im Endfight. Wilde Geschichte. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich würde sagen, haut da rein.